Die sechste Folge von Star Wars The Bad Batch mit dem Titel Stillgelegt hat uns weitere bereits bekannte Gesichter gebracht und außerdem einen weiteren Einblick in Omegas Fähigkeiten gegeben, beziehungsweise bestätigt, was wir bisher ohnehin schon vermutet haben. Außerdem könnte es sehr gut sein, dass wir bald auch noch eine andere Person jetzt erneut wiedersehen werden, niemand anderen als Maul. Was mich genau auf diesen Gedanken bringt und was in der Folge sonst noch so zu sehen war, das erfahrt ihr nun in diesem neuen Recap auf Nerd Factory. Ich bin Luke, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch bitte gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, denn das sagt YouTube, dass das hier toll ist. Damit unterstützt ihr uns massiv, denn so sehen auch wir, dass die Videos gut bei euch ankommen. Außerdem eben, wie gesagt, der Algorithmus findet diese Interaktion super. Jetzt wollen wir aber sagen, kauft dieses T-Shirt ansonsten noch, wenn es euch gefällt. Das ist das Bad Batch T-Shirt für euch und jetzt geht's los. Die Folge startet dort, wo die letzte genau geendet hat, bei Sid of Ord Mantell. In der letzten Folge hatte ich ja bereits erwähnt, dass Ord Mantell der Dreh- und Angelpunkt des Black Sun Syndicates war, was für den weiteren Verlauf der Folge hier jetzt noch einmal wichtig werden könnte. Wir sehen, wie eine Frau Sids Cantina betreten will, jedoch direkt wieder auf der Türschwelle kehrt macht, weil ein Schuss neben ihr in die Wand einschlägt. Sofort wird uns die Verantwortliche gezeigt. Omega übt gemeinsam mit Echo den Umgang ihres zygerianischen Bogens-Armbrust. Damit hat sie aber noch einige Probleme, da ihre Armmuskulatur noch überhaupt nicht an diesen Kraftaufwand und Bewegungsablauf gewöhnt ist und außerdem wissen wir ja bereits, wie Omega Dinge dann lernt. Auch die beiden Standardmodelle der Stammgäste sind wieder dabei. Der Weequay und der Itorianer wetten fröhlich auf den kleinen Klon, ob sie jetzt treffen wird oder eben nicht. Und tatsächlich schafft sie es beim nächsten Versuch, sollte sich aber nicht zu früh freuen, da sie gerade einmal 3 von 12 Versuchen die Zielscheibe treffen konnte. Die nächsten Versuche gehen ebenfalls völlig daneben, was für uns eigentlich nur ein weiteres Foreshadowing für ihre Fähigkeit ist, da Omega nicht einfach nur Training benötigt, aber dazu gleich etwas mehr. Sid unterbricht die Übungsstunde für ein weiteres Abenteuer der Bad Batch, welches mit der großen Handlung erneut einmal nicht irgendetwas zu tun haben wird. Ich habe ja auch daran schon häufiger Kritik an dieser Erzählstruktur der Serie geäußert und auch in der neuesten Episode hat sich daran leider nicht irgendetwas verändert. Die Trandoshanerin schickt unsere Gruppe jedenfalls nach Corellia, dem Heimatplaneten von Han Solo. Dieser ist aber gerade etwas 10 Jahre alt oder so, also ist es nicht sonderlich wahrscheinlich, dass er jetzt hier hätte auftauchen können. Auf Corellia befindet sich eine Verwertungsanlage für Droiden. In dieser soll auch ein Taktik-Droide sein, die mittlerweile ziemlich wertvoll geworden sind. Das hängt mit der Funktionsweise zusammen. Je mehr ein Taktik-Droide im Kampf war, desto mehr hat er gelernt und dementsprechend besser wurde er in seiner Funktionalität quasi effektiv. Wieso das jetzt relevant für die Leute ist? Naja, in dieser frühen Zeit des Imperiums, in der noch viele Klontruppen in dessen Reihen kämpfen, ist die Information, wie man die Klone effektiv ausschaltet, logischerweise sehr wertvoll und die Taktik-Druiden haben das in der Birne. Wo besser hätte man diese also herbekommen können, als von jemandem, dessen einziger Sinn darin bestand, Klone zu bekämpfen? Bevor die Gruppe jedoch abreist, führt Sid Omega noch einmal vor, wie man die Armbrust richtig benutzt. Omega beobachtet hier aufmerksam, wie 3 Schüsse das Ziel treffen und die Truppe macht sich auf den Weg zu ihrer Mission. Auf den Planeten zu gelangen, ohne von den Sensoren getrackt zu werden, zeigt die Bad Batch sich mit ihrem Schiff an einen Klasse 4 Container-Transporter und gelangt so auch auf den Planeten. Wrecker durchbricht ein Stück die vierte Wand tatsächlich bei der Fragestellung, dass dieser alte Trick schon wieder genutzt wird und funktioniert. Immerhin ist es nicht das erste Mal im Star Wars-Universum, dass wir diese Taktik per se sich irgendwo einfach dran zu heften sehen können. Eine Hafensicherung oder ähnliches scheint es in den Landebereichen auch praktischerweise nicht wirklich zu geben. Die Truppe kann einfach landen und straight in die Anlage hineinlatschen. Einzig ein paar Polizeidroiden patrouillieren die Fabrik. Da sie aber nur eine vorhersehbare Routine ablaufen, ist es nicht sonderlich schwer, ihre toten Winkel zu umgehen und sich so an ihnen vorbeizuschleichen. Ich möchte an der Stelle noch einmal anmerken, dass ich es sehr schön finde, dass wir hier wieder eine Folge bekommen, in der die gesamte Einheit fast konstant ihre komplette Rüstung trägt und auch nach Formation läuft und sich bewegt. Auch sehen wir in dieser Folge immer wieder Wrecker mit seiner vielleicht einzigen, auf jeden Fall aber größten Schwäche konfrontiert, seiner Höhenangst. Er schafft es jedoch, sich einen Ruck zu geben und so seinen Freunden und Kollegen zu folgen. Innerhalb der Fabrik wird dann auch klar, dass nicht nur Droiden, sondern auch einige menschliche Arbeiter in dieser Verwertungsanlage ihren Job nachgehen. Im Übrigen besteht das Verwerten der ganzen Droiden darin, sie einfach zu schmelzen. Größtenteils werden hier tatsächlich B1 und B2 Kampfdroiden in einem flüssigen Aggregatzustand versetzt. Echo bestätigt das auch noch einmal, als er das System nach dem Taktik-Droiden durchsucht. Dieses System muss sich dabei aber auf die Fabrik, in der sie sich befinden, komplett alleine beziehen, vielleicht auch auf diesen Planeten nur. Es kann aber keine galaxisweite Auflistung aller Droiden, die existieren, sein. Weil der Rest wird sicherlich nicht schon komplett zerstört sein. Auch als Rebels wissen wir, dass einer zumindest noch existiert, mit seinen Truppen auf einem Planeten gestrandet ist und außerhalb dieses
Galaxis-Druidens, der offensichtlich abgeschnitten ist und keiner von dem weiß, wird es sicherlich auch noch anders. Nach einigem Suchen findet dann Omega den Kopf des Druiden auf einem Fließband und die Jagd nach ihm kann beginnen, wenn der Kopf nicht plötzlich von einer der Arbeiter eingesackt worden wäre. Auf ihrem Aussichtspunkt bekommt Omega dann ebenfalls Besuch von einer weiteren Person, die offensichtlich nur vorgegeben hat, zu den Arbeitern zu gehören und ebenfalls Interesse am Kopf des Druiden hat. Und die beiden sind keine Unbekannten für uns. Es sind die zum ersten Mal in der letzten Staffel von Clone Wars eingeführten Schwestern Rafa und Trace Mattes. Um euch alle noch einmal ganz kurz auf den Stand zu bringen, während Cad Banes Befreiungsaktion von Zero, dem Hutten, in der Staffel 1 von The Clone Wars, ist ein Transporter auf Coruscant abgestürzt. Wie wir in Staffel 7 dann ebenfalls erfahren haben, hat dieser Transporter die Eltern der Mattes-Schwestern getötet. Tragisch an der ganzen Sache ist jedoch die Tatsache, dass der Transporter von den Jedi umgelenkt wurde, damit er nicht in eine Masse von Menschen stürzte, dadurch aber trotzdem die Eltern tötete. Dadurch haben die Schwestern, ganz besonders Rafa, eine ganz schlimme Abneigung gegen die Jedi und den Orden der Jedi entwickelt. Erst ihr Zusammentreffen mit Ahsoka in Staffel 7 veränderte die Sicht der beiden zumindest ein bisschen. Für sie war Ahsoka quasi das Sinnbild, wie Jedi tatsächlich eigentlich sein sollten, aber das erstmal nur an dieser Stelle vorweggenommen. Omega stellt sich Rafa mit ihrer Armbrust in den Weg und hat noch immer sichtlich Probleme damit, die Waffe gespannt zu halten. Rafa hat keine großen Probleme, sie zu überrumpeln, wodurch allerdings versehentlich ein Schuss aus der Armbrust gelöst wird. Dieser trifft ein Rohr und sorgt dann dafür, dass die normalen Arbeiter aufmerksam auf die beiden Gruppen von Eindringlingen werden. Der Sicherheitsalarm wird ausgelöst, die gesamte Arbeit stoppt und die Polizeidruiden betreten in rohen Mengen die Verwertungshalle. Ich habe ja gehört, dass die Bad Batch kein Problem mit den Druiden hätte, wenn sie einfach ein T-Shirt aus dem Nerd Factory Shop getragen hätten. Das ist so eine Sache bei Druiden. Das Desirable Mutations Shirt ist noch bis zum Ende von The Bad Batch zu erhalten. Klickt also jetzt am besten direkt auf den Link in der Videobeschreibung oder die Panels unter dem Video, um euch dieses Tribeland T-Shirt zu bestellen und euch auszustatten mit der besten Rüstung, die ihr haben könnt. Die Bad Batch und die Mattes-Schwestern müssen sich jetzt zwar gegeneinander behaupten, um an den Druidenkopf zu gelangen, gleichzeitig aber auch zusammenarbeiten, um sich gegen die Polizeidruiden zu verteidigen. Um die Fabrik außerdem wieder verlassen zu können, setzt Echo einmal das gesamte System außer Kraft. Wrecker ist dafür dann zuständig, die Position sozusagen am Hauptschalter wieder anzuschalten und alles wieder in Gang zu setzen. Er struggelt zwar kurz, weil er von eben seiner großen Höhenangst wirklich Angst hat und natürlich ist auch geschmolzene Lava oder Metall unter ihm, was auch ein Problem darstellen könnte. Und auch hier finde ich das Storytelling wieder irgendwie ein bisschen zu kurz gehalten, denn wir wissen, dass Wreckers einzige Angst, seine einzige Schwäche, seine Höhenangst ist und trotzdem kann er sich ziemlich schnell und easy peasy dazu überwinden, einfach die Leiter hochzuklettern und hier über den Abgrund zu springen. In meinen Augen vergehen halt da Chancen, die Charaktere etwas tiefer darzustellen und ihnen mehr Tiefe zu geben. Bei seiner Landung auf der anderen Seite schlägt er sich dann so richtig hart die Birne an, schafft es aber noch, das System wieder in Gang zu setzen. Vor dem plötzlichen Loslaufen des Fließbandes wird Omega von einem abgeschalteten Druiden eingeklemmt. Ein weiterer Blick zurück auf Wrecker verrät uns, das andauernde Kopfstoßen hat dem Chip in seiner Birne offensichtlich nicht gut getan, denn jetzt scheint er mehr oder weniger aktiviert worden zu sein. Unser Star Wars Hulk kann sich kaum noch auf den Beinen halten und fängt an, den altbekannten und gefürchteten Satz zu sagen: Good soldiers follow orders. Omega schafft es währenddessen auch nicht, sich aus ihrer Lage zu befreien und fällt in das Sammelbecken für Druiden, bevor sie eingeschmolzen werden, wird jedoch in letzter Sekunde von Rafa und Hunter gerettet. Wrecker hört Crosshairs Stimme in seinem Kopf, während weiter unten seine Kollegen und die Mattes-Schwestern einen Plan aushecken. Mit Hilfe des Kopfes des Taktik-Druiden können sie die eigentlich einzuschmelzenden Druiden aktivieren und ihnen befehlen, auf die Polizeidruiden zu schießen. Auf der Flucht nach draußen sehen wir dann, wie Omega plötzlich erfolgreich mit der Armbrust umgehen kann, was erneut unsere Theorie des schnellen Lernens bestätigt. Leider wird während der Flucht auch der Kopf des Taktik-Druiden dann aber weggeballert. Es bleibt in dem Chaos aber keine Zeit, sich wirklich darum zu kümmern, denn die vorher von dem Astromech R7 in Position gebrachte Silver Angel wartet bereits auf R7. Ja, tatsächlich, im Cockpit des Raumschiffes sitzt anscheinend tatsächlich Ahsoka Tanos Astromech-Druide R7. Er sieht genauso aus. Ist das vielleicht etwas Foreshadowing für die nächste bzw. übernächste Folge oder wird hier doch eine falsche Fährte genommen? Wrecker scheint sich mittlerweile ebenfalls wieder gefangen zu haben, was bedeutet, dass wir auch hier wieder mal nichts sehen dürfen, was irgendwie mit dem Chip zu tun hat und wahrscheinlich in der nächsten auch nicht, weil sie bisher immer die Thematik einmal übersprungen haben. Trotzdem war die Mission an und für sich kein Misserfolg, denn wir erfahren, dass Tech die Daten des Druiden auf einen Datenträger kopiert hat, bevor der Taktik-Druidenkopf zerstört wurde. Hunter übergibt diesen Datenstab aber an Rafa, weil er eben glaubt, dass sie und ihre Schwestern die Daten für etwas Gutes
Gutes einsetzen werden, da sie vorher besprochen hat, dass sie gegen das Imperium kämpft. Ruffer und Trace setzen die Klone an ihrem Schiff ab und die Folge ist beinahe vorbei. Dann bekommen wir noch einen kleinen Ausblick auf einen weiteren und sehr wahrscheinlich nicht sehr unbekannten Charakter. Eine Übertragung erreicht die beiden Schwestern und die hat mich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ruffer spricht den Astromech, der offensichtlich jetzt ein anderer ist als eben gerade noch, mit R7 an. Dieser hier ist jetzt aber grau und sieht nicht mehr aus wie der von Ahsoka, auch der Kopf und alles nicht mehr. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das so gewollt ist und es einfach zwei Astromech-Droiden sind, wir das nicht wirklich mitbekommen haben, wie die getauscht haben, oder dass tatsächlich das schon animiert wurde und dann sie sich entschieden haben, ihn in R7 zu machen und bei dieser einen Szene aber ihn vergessen haben zu tauschen. Es erscheint ein Hologramm, welchem Ruffer mitteilt, dass sie die Daten von Corellia eingesammelt haben. Sie erwähnt aber auch, dass sie Hilfe von einem Trupp abtrünniger Klone hatten. Sie weiß, wo sie sich verstecken würden und der oder die Empfängerin das vielleicht interessieren könnte. Man könnte jetzt meinen, dass das mit der Verbindung der beiden zu Ahsoka sowie dem Astromech unserer Lieblings-Jedi hinter dem Hologramm stecken könnte, also dass Ahsoka da steht. Ich glaube aber, dass es sich dabei um eine ganz andere Person handelt und zwar Maul. Hear me out. Die beiden haben nur davon geredet, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, die gegen das Imperium kämpfen. Ich glaube, dass hier der Anschein erweckt werden soll, dass sie eben bei den Rebellen mitmischen und tatsächlich mit Ahsoka zusammen, als Fulcrum zusammenarbeiten. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Maul war selbst ebenfalls nicht der größte Fan von Imperium und wusste schon die ganze Weile lang, dass es früher oder später kommen wird und sein alter Meister dieses Plan. Außerdem sieht das, was wir hier vom Hologramm sehen können, doch eher Maul-ig aus. Natürlich könnte es jetzt so sein, dass es einfach so eine, das Kleid ist weiß oder blau, Ding ist, man kann in dem Hologramm nicht wirklich erkennen, ob das jetzt eine helle oder dunkle Robe ist. Ausgehend vom Schnitt der Kleidung passt es aber eher zu Darth Mauls Kutte als zu Ahsokas ärmelloser Sache. Tatsächlich ausschließen können wir ohne Frage Fennec Shand. Zum einen entspricht diese Kleidung absolut nicht ihrem Stil, also ihrer Kopfgeldjägerkleidung. Zum anderen würde es keinen Sinn ergeben, sie jetzt als mysteriöse Figur einzusetzen, wenn wir ja schon wissen, wer sie ist und dass sie hinter den Klonen her. Weiterhin haben die Schwestern ohnehin auch kein gutes Bild von den Jedi. Für sie wäre es vermutlich wenig relevant, ob das jetzt ein Sith mit einem Lichtschwert oder wie Ahsoka mit einem Lichtschwert ist. Hauptsache, es geht gegen das Imperium, gegen die Unterdrücker. In ihrer Story in der letzten Staffel Clone Wars haben wir außerdem auch Maul bereits gesehen, der das Shadow Collective in diesen Folgen für verschiedene Dinge und für das Imperium vorbereitet hat. Sie haben also in gewisser Art und Weise bereits jetzt eine Verknüpfung, die hier passend ausgeweitet werden könnte, denn hier wird gerade Crimson Dawn von Maul aufgebaut. Was denkt ihr, wer sich hinter dem Hologramm verbirgt? Haut mir das doch gerne mal Maul in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Das zeigt uns, dass ihr die Recaps wirklich mögt und dem Algorithmus, dass diese Videos interessant genug sind, um sie anderen Leuten zu empfehlen, was aktuell nicht so wirklich passiert. Das war es dann aber tatsächlich an dieser Stelle auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns dann Montag wieder in einem weiteren Star Wars Video, wo es um The Book of Boba Fett gehen wird und einen lang vermissten Jedi, der dort vielleicht wiederkommt. Mehr dazu am Montag um 17 Uhr. Bis dahin, Rinja hauen.